Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, das Navi sagt immer die Wahrheit, das wisst ihr ja. Ich sehe noch ein bisschen zerzaust aus. Wir sind früh aufgestanden, haben auch noch eine gute Strecke vor uns und befinden uns gerade wieder auf der Bahn, in einem Verkehrschaos auf der Autobahn, so wie es immer ist. Ne? Zähfließender Verkehr. Und es ist draußen kalt. Leider nicht kalt genug. Wir hoffen, dass die Temperaturen noch beide Richtung Gefrierpunkt gehen. Es ist ein verrückter Winter, warm, kalt. Aber wir brauchen für unser Vorhaben richtig kaltes Wetter, denn dann knallt es am besten. Wir sind auf dem Weg wieder zum Ding Ding Hechtangeln. Genau, habe mich mega drauf gefreut. Die Wallersaison 2019 war grandios und jetzt freue ich mich noch mal zusammen mit einem guten Kumpel. Da drüben sitzt er. Der Uwe, den kennt er auch vom letzten Hechtvideo, wo es richtig geraucht hat. Wir hatten ja mehr Meterfische gefangen als kleine Hechte. War natürlich auch viel Glück im Spiel, aber das Wetter hatte da gepasst. Es war richtig kalt. Und die großen Muttis, die Hechtkrokodile, sind in die tieferen Bereiche gezogen und haben sich dort unsere Makrelen schmecken lassen. Jetzt geht's wieder los. Wir planen dieses Mal wahrscheinlich einen richtigen Roadtrip. Also wir haben uns auf Google Maps viele, viele interessante Spots rausgesucht, auch Stellen dabei, die ich persönlich noch nicht beangelt habe, die wir persönlich nicht kennen. Das macht die ganze Sache zu einem richtigen Abenteuer, richtig spannend. To another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Moin, moin! Wir sind wieder unterwegs. Uwe und ich auf der Suche nach einem geilen, tiefen Hafen. Jetzt im Winter zum Hechtangeln. Wir haben uns auf Google Maps ein paar interessante Häfen rausgesucht. Alle mit Verbindung auf große, offene Binnengewässer. Und jetzt sind wir hier auf der Suche, stapfeln ein bisschen rum, in der Hoffnung, einen coolen Spot zu finden. Just be with me, just be with me, just be. Alter Falter, aber wir sind angekommen. Hier vorne genau an der Spitze. Wir haben sogar schöne Sitzmöglichkeiten und das Beste ist, wir haben einen eigenen Leuchtturm. Brauchen wir nicht mal eine Kopflampe. Läuft doch, oder? Aber ja, das Wetter wird dieses Mal wahrscheinlich, dieses Jahr wahrscheinlich, oder der Winter nicht so kalt, was die Wettervorhersage bis jetzt sagt, werden, wie es letztes Jahr war. Und das ist halt wichtig bei dem Winterangeln auf Hecht beim Deadbaiten, dass wir konstant kaltes Wetter haben, damit sich die Fische in die tieferen Gewässerbereiche zurückziehen, in die Hafenanlagen, in die tiefen Rinnen und dort die Nahrung am Grund unsere ausgelegten Makrelen happen, sie schmecken lassen. Passt doch perfekt hier in die Parkbänke rein, unser Zelt. Damit ihr mal seht, wie wir hier hausen gemütlich im Winter. Also es ist keine reine Qual, das Winterangeln. Wir machen uns da schon richtig gemütlich. Drüben pennt der Uwe, hier schlafe ich. Hier ist unser Tisch, da wird gekocht. Jetzt allerdings, bevor wir das Zelt einräumen und alles vorbereiten, dass es hier richtig gemütlich wird und auch die Zeltheizung anschmeißen, kommen erstmal die Ruten ins Wasser.
Denn das ist ja das Wichtigste, deswegen sind wir da. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, can take it. Erster Happen geht auf Reisen. Der Bulli ist voll, ihr erkennt so ein bisschen im Hintergrund, wir haben auch ein gutes Sammelsorium an Ködern dabei. Wir haben Süßwasserköder als auch Salzwasserköder im Gepäck, tief gefroren, um einfach testen zu können, auf was die Hechte stehen. Es gibt ja bekanntlich Gewässer, da ist ein Rotauge, eine kleine Brasse, ein Barsch, sowas viel, viel fängiger als eine Makrele, aber es gibt auch Gewässer, in denen diese ölige, stark extrem riechende und Duftstoffe freigebende Makrele, also ein Salzwasserköder, absolut top ist und richtig vorwärts geht. Ja, wir haben noch circa 2,5-3 Stunden Anfahrt bis zum ersten Spot. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ich will das euch kurz mal erzählen, um was es sich hier handelt. Wir Angler haben ja oft das Problem, vor lauter Fischgeilheit, so kann man es ja nennen, dass das Essen etwas vergessen wird. Wir kochen oft gut, vor allem beim Walleangeln. In meinen Videos seht ihr ja oft, was wir da uns reinhauen, aber halt nicht ständig. Also nicht, es gibt keine festen Mahlzeiten. Es gibt ganz selten Frühstück, es gibt ganz selten Mittagessen, nur mal so einen kleinen Snack. Und abends hauen wir uns dann den Ransen voll, wenn wir kurz vom Umkippen, vom Hunger sind. Und auch jetzt bei dieser Tour, ich habe mir keine Brötchen geschmiert. Wir wissen noch nicht, wann wir heute das erste Mal was zu essen in den Bauch kriegen. Und da bin ich doch ganz froh, dass ich dieses Y-Food hier gefunden habe. Essen aus der Flasche. Ich war da erst ein bisschen erstaunt, ne, um was es sich hier handelt. Nutze es jetzt aber schon längere Zeit bei meinen Angeltouren und muss sagen, erstens ist es mega, mega lecker. Ist wie ein dickerer Joghurtdrink, also kann man ganz gemütlich runterschlucken. Und in dieser Flasche hier ist eine komplett vollwertige Mahlzeit. Ja, also wenn ihr den Drink drin habt, das sind jetzt hier 500 Milliliter. Schmeckt nicht nur mega gut, sondern ist so, wie wenn ihr einen Schnitzel mit Pommes und Salat drin habt. Und das Geile ist, diese ausgewogene Trinkmahlzeit ist auch noch richtig, richtig gesund. Reich an Proteinen, an Vitaminen, ohne Zuckerzusätze und reich an Ballaststoffen. Also macht nicht nur satt, sondern bringt eurem Körper auch die nötigen Energiereserven. Ballert es euch rein und ihr seid erstmal für die nächsten Stunden safe. Ich werde es jetzt auch machen. Uwe haut sich hier den Erdbeertrink rein und ich werde, weil ich auch noch etwas müde bin, mir diesen Kaffee reinhauen. Der hat sogar noch ein bisschen Koffein. Da werde ich wach und fit. So, Prost. Mmh, richtig gut, richtig lecker. Und damit kommen wir auf jeden Fall bis zum Angelplatz, ohne jetzt anhalten zu müssen, irgendwo was zu essen zu kaufen. Und können dann richtig gut in die Tour starten. Wenn ihr Bock habt, das hier auch mal zu probieren, es gibt da auch geile Riegel, es gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen von Y-Food. Ich baller euch jetzt hier mal einen Rabattcode ein. Bing, hier wird jetzt angezeigt im Video. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link, den Rabattcode auch nochmal. Könnt über den Link direkt hier auf die Homepage gehen und mit dem Rabattcode euch mal so ein Probierset sichern. Ich bin mir sicher, es schmeckt euch auch. Und ihr habt auf jeden Fall beim Angeln immer eine schnelle und vor allen Dingen gesunde und nährreiche Mahlzeit am Start, ohne groß kochen zu müssen. So, wir ballern jetzt hier weiter und sehen uns gleich wieder am Wasser.
Puh. Wir sind am dritten Spot jetzt angelangt. Was ich sagen muss, es ist wirklich richtig viel los. Auch unter der Woche jetzt. Wir planen ja solche Touren meistens unter der Woche. In dem Glauben, dass die meisten Leute nur am Wochenende rausgehen. Also wir am Wasser jetzt unsere Ruhe haben. Aber das Deadbait-Angeln auf Hecht, vor allen Dingen jetzt im Winter in der kalten Zeit, ist ein richtiger Trend geworden. Und an den meisten Spots saßen überall Angler. Wir sind jetzt an einen Spot gefahren, wo wir schon mal sehr erfolgreich waren, haben uns den eben angeguckt. Sieht relativ unbegangen aus, also man sieht natürlich ein paar Anzeichen, dass geangelt wurde, aber wir haben nichts relativ Frisches gefunden und haben uns jetzt entschieden dazu, dass wir hier jetzt erstmal eine Nacht, vielleicht auch zwei Nächte verbringen, um zu testen, einen dicken Fisch hier abzuholen und dann weiterziehen. Aber jetzt kommt erstmal das Beste. Man kann beim Hechtangeln sicherlich irgendwo Plätze finden, wo man aus dem Auto raus angeln kann. Aber wir werden jetzt schleppen, richtig schleppen. Und ich denke, das machen auch nicht die meisten. Die meisten probieren relativ schnell ans Wasser zu kommen, also relativ nah am Auto ihren Angelplatz zu finden. Und wir werden jetzt unser Winterquartier, Zelt, Ruten, Liegen, eigentlich alles, erstmal schleppen. Wird uns wenigstens warm, denn hier ist es deutlich kälter als auf der Autobahn. Ja. Wir haben jetzt hier 3,5 Grad, wir haben Mittagszeit und heute früh auf der Autobahn waren es noch 6, 7 Grad. Vielleicht ist es doch kalt genug, aber das werden wir sehen. Jetzt erstmal die Arbeit und dann die Ruten raus. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Der erste Karren ist beladen. Ich hoffe, dass es gut geht. Aber ihr kennt das Problem ja sicher. Die Karren sind eine Riesenhilfe, um an Platz zu kommen. Aber die haben auch ihre Tücken. Ich glaube, ich bin ja der Einzige, der schon mal mit zum Teil komplett hingeflogen ist. Also das Ganze, die ganze Transportkarre komplett sich wegschmeißt hier in die Hecken rein. Probieren wir es aus. Da sammelt sich schon einiges an beim Winterangeln auf Hecht. Das hat ja fast so Ausmaße wie früher beim Karpfenangeln. Aber klar, jetzt im Winter, wir werden nachts Minusgrade bekommen. Wir brauchen einiges an Ausrüstung, einiges an Köderfischen, Zelt, Schlafsack, Zeltheizung. Aber auf die genauen Details werde ich später nochmal zu sprechen kommen, was wir alles bei so einem Wintertrip mitnehmen. Aber es ist einiges. Eine Karre noch fahren und dann sind wir safe und können mit dem Aufbau beginnen. Wir sind aber gut in der Zeit, es ist jetzt Mittag, wir haben jetzt 4 Stunden, bis es dunkel wird und ich denke, das reicht. Die richtig dicken kommen eh bei Nacht. So war es auf jeden Fall bei unserem letzten Trip. Ich gehe mal kurz ins Zelt rein. Die Bude steht, ist jetzt doch ein richtig kalter Wind draußen und jetzt fangen wir an, unsere Montagen vorzubereiten. Wir zeigen euch kurz, welche Köder jetzt heute Abend zum Einsatz kommen. Wir haben wieder ein schönes Sammelsorium dabei. Wir werden will mixen, ein bisschen Süßwasserköder, ein bisschen Salzwasserköder und dann auf die Montagen gehen wir morgen in Ruhe ein. Wir haben jetzt noch ungefähr 2 Stunden Tageslicht. Die Sonne lacht zwar, aber es ist schon frisch hier im Schatten.
Am späten Nachmittag waren alle Montagen vorbereitet und wir konnten mit dem Beködern beginnen. Ich benutze bei den Grundmontagen ein Zwei-Haken-System. Der vordere Drilling kommt in den Kopfbereich des Köderfischs, der hintere Drilling, auch Haltehaken genannt, in die Schwanzwurzel. So sind die wichtigsten Bereiche am Köderfisch mit Fanghaken besetzt. Nach dem Auswerfen der Montage stellen wir den Schnurclip unseres Pendelbissanzeigers auf die verwendete Schnurstärke ein und fixieren diesen zur sensiblen Bisserkennung an unserer Hauptschnur. An jeder Montage werden unterschiedliche Ködertypen präsentiert, um schnell die Vorlieben der Hechte erkennen zu können. Fischfetzen wie dieser geruchsintensive Makrelenschwanz haben eine enorme Lockwirkung auf die Hechte. Auch dieser Köder wird mit zwei Drillingen bestückt. Der vordere Haken gilt als Fanghaken und wird kurz vor der Schnittstelle eingesetzt, der hintere Haken, der Haltehaken, kräftig in der Schwanzwurzel verankert. Da starker Wind auf unsere ausgelegten Montagen wirkt, angeln wir über die Rollenbremse und stellen diese sehr empfindlich ein. Waves this year.
Alter, richtiges Brett, Jungs, richtiges Brett, Jungs. 3 Stunden die Routen drin. Unglaublich. Boah. Wisst ihr, was das für ein Brett ist? Guckt euch mal diesen Fisch an. Hier war ein Fisch im Maul, der gehört nicht zu uns. Und hier kommt unser Vorfach. Makrele, komplett weggeballert. Mr. Pike Standardvorfach, Makrele und hier ist ein richtiger Büffel. Ich zeige den euch mal kurz. Das sind die Gründe, warum wir hier sind. Dass es so schnell diesmal ging mit der ersten Rakete, hat keiner mit rechnen können. Ich zeige euch jetzt mal. Guckt euch dieses Kroko an. Wahnsinn! Geil! Das ist ein Start für unsere Winterhecht-Tour 2019, 2020. Unglaublich! Ich hole jetzt mal ein Maßband und schauen wir mal, was der erste Biss bei dieser Session, die kann ja nur richtig gut werden, was der auf die Matte bringt. Richtig geile Mutti. Beim Werfen mit der Spinnrute müht man sich so ab, aber jetzt im Winter mit dem Deadbaiten, Mr. Pike ist in the house. Überwältigt und gerade sprachlos. Einer der größten Hechte, die wir jemals beim Deadbaiten fangen konnten. Die 1,20 Meter Marke ist geknackt. Wow! Ich bin unglaublich happy, aber der Wind frischt hier merklich auf. Wir haben jetzt unsere ganzen Mr. Pike Drop-Biss-Anzeiger ganz auf den Rasen abgelegt, weil wir Haufen Störgeräusche hatten durch den Wind, der in die Schnur reinpfeift und auch in den Bissanzeiger reinschießt. Und beim kleinsten Piepser muss man eigentlich an der Route sein. Ja, aber man weiß oder man merkt jetzt nicht direkt, ist es Wind oder ist es ein Hecht. Die Fische beißen oder die großen Fische beißen wirklich vorsichtig. Der Junge eben hat das Ding komplett genommen, aber dennoch haben wir unsere Dropback-Bissanzeiger jetzt direkt aufs Gras gelegt, damit beim kleinsten Anheben des Bissanzeigers wir wissen, dass es sich um Fischkontakt handelt und wir direkt reagieren können, weil sonst bist du hier nur am Rennen. Gespannt, wie es weiterläuft, gespannt, wie es weiterläuft, aber eigentlich absoluter Wahnsinn. Wir sind mega happy. PB beim Deadbaiten. Ihr seid live dabei. In der Dunkelheit kommt der nächste Biss an diesem Tag. Der Fisch nimmt rasant Schnur von der offenen Rolle. Um ein zu tiefes Schlucken des Köders zu verhindern, setzen wir nach einigen Sekunden den Anschlag. Der Fisch steht anfangs gut in der Rute. Die Kopfschläge sind deutlich zu spüren.
Als wir einen gewaltigen Fisch an der Oberfläche schlagen hören und ich mit dem Kescher zu Hilfe eile, erschlafft plötzlich die Schnur. Das sind halt die Schattenseiten. Uwe hat eben einen wirklich guten Einschlag gehabt. Ist jetzt gerade die Rute wieder neu. Kurz vom Ufer ausgeschlitzt. Der Fisch stand auch richtig schwer drin. Wir haben jetzt 21 Uhr. Der zweite Biss, richtig kalt draußen. Aber kurz vom Ufer, puff, kam uns die Makrele entgegen. Tja, das gehört dazu. Wir bleiben dran. Früh am Morgen weckt uns der Bissanzeiger erneut. Diesmal wollen wir keinen Fehler machen und warten etwas länger mit dem Anheben. Ein großer Hecht taucht plötzlich im Schein der Kopflampe im Uferbereich auf. Petri? Dieses Mal war ein Rotauge der Erfolgsköder. Ein langer Hakenlöser ist Pflicht bei dieser Fischerei, um den Hecht möglichst schnell und schonend von dem Hakensystem befreien zu können. Auch Uwe konnte gleich zu Beginn der Tour die Metermarke knacken. Moin, und so schnell ist die Nacht rum beim Winterhechtangeln. Nach dem Fehlbiss gestern, ich glaube 22 Uhr war es ungefähr beim Uwe, ist auch gut gelaufen der Fisch, haben wir uns hingelegt, sind also sofort weggedöst, ist richtig, richtig kalt draußen. Und jetzt, wir haben 5, wupp, fährt die Rute wieder ab und der Fisch wurde sicher gelandet, 1,06 Meter. Good morning. Petri. 3 Aktionen, 2 Fische, 1,21 und 1,6. Das ist eine gute Rate schon wieder, die wir jetzt fahren. So, jetzt geht es noch mal ein bisschen kurz in den Schlafsack. Ich habe die Zeltheizung eben auch noch mal angemacht. Hier hinten. Oh, ohne das Teil wird man hier, glaube ich, echt erfrieren. Nachts beim Schlafen machen wir die immer aus. Hat zwar eine Sauerstoffsicherung, aber mir ist das ein bisschen unwohl und nachts kalte, klare Luft ist mir lieber als diese warme, stickige Luft. Aber jetzt müssen wir sie mal kurz anheizen. Ihr seht auch schon, es schlägt jetzt alles in der Linse. Noch 2 Stunden in den Schlafsack und morgen früh im Tagesanbruch geht's raus. Machen wir alle Ruten wieder scharf, frische Köder drauf. Bis später. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom. Boah, war das kalt heute Nacht, aber dafür richtig fischreich. Ich muss jetzt erstmal schnell ans Auto. Das ist doch wirklich
der Wahnsinn, oder? Was wir jetzt hier wieder erleben durften. Zwei Fische, drei Aktionen. Der eine vom Uwe, der tut mir schon noch ein bisschen weh, den wir kurz vom Ufer verloren haben. War ein gutes Ding, ausgeschlitzt, aber das passiert. Aber zweimal abgemädert beim Deadbaiten. Diese Fischerei ist so erfolgreich für den Fang von großen Fischen jetzt im Winter. Das ist der Wahnsinn. Also mit dem Gummifisch oder mit dem Kunstköder wirft man sich hier in Holland tot. Fängt man natürlich auch geile Fische, aber es ist viel, viel schwieriger, an die richtig dicken Klötze ranzukommen, weil die kennen halt alles. Aber mit diesen Köderfischen am Grund, knapp über Grund oder an der Schwimmermontage präsentiert, es gibt ja ganz viele Montagen, hat man wirklich gute Chancen, eine richtige Mutti ans Band zu bekommen. Und der Plan ging ja voll auf. Und vor allen Dingen, ich habe meinen Deadbait Personal Best gefangen. Ich habe beim Werfen schon Fische über 1,20 gehabt, aber beim Deadbaiten noch nie. Und jetzt kam das Ding. Absolut, absoluter Hammer. So, und wir müssen jetzt auf jeden Fall ans Auto, denn wir brauchen frische Köder. Unsere Köder sind durch, ich habe die in der Kühlbox im Auto liegen. Und wir brauchen was zum Frühstücken. Und ich werde uns heute früh jetzt eine richtig geile, heiße Maultaschensuppe machen. Das weckt Geist und Körper nach dieser kalten Nacht. Alles, was man zum Hechtangeln braucht. Maultaschen für eine heiße Suppe, frische Baits, Makrelen und auch dicke Rotaugen. Und jetzt geht's zurück an Blatt. Wird erst ein Süppchen gekocht und dann werden die Ruten wieder scharf gemacht. Jetzt haben wir auf jeden Fall frische Köder. Es ist ganz wichtig, dass ihr bei so einer Tour oder wenn ihr selber mal längere Zeit zum Deadbaiten rausgeht, dass ihr eure Köder richtig schön kühl haltet. Wenn eure Köder nämlich auftauen, werden die weich, werden die matschig und funktionieren nicht mehr so gut. Also tiefgefroren, aus der Kühlbox raus, kurz antauen lassen, dann auf die Haken drauf und so frisch fangen sie am besten. And I was waiting in the undertow. Gerade beim Ruten kontrollieren. Auf der Rute hatten wir heute früh ein paar Piepser, haben aber nicht großartig reagiert. Wir sind dann sofort an die Rute ran, aber ist kein Schnurabzug mehr erfolgt. Aber schaut mal, der Makrelenschwanz war richtig in der Mangel. Komplett zerrissen vom Hecht. Aber in dem Fall hat unser Erfolgssystem, was sonst eigentlich super zuverlässig hakt, nicht gehakt. Also seht ihr überall die Risse hier drin. Deswegen ist es ganz wichtig, sobald der erste Piepser kommt, sofort an die Rute schauen. Wir haben jetzt, piept schon wieder, wir haben jetzt im Moment Windstille, aber gestern Nacht bis heute früh hat es richtig geblasen und da ist halt wirklich das Problem, einen Biss auch schnell erkennen zu können. Unsere ganzen Pendelbissanzeiger liegen komplett auf der Wiese unten, damit wir möglichst wenig Angriffsfläche für den Wind haben. Und es hat auch super gut funktioniert, habt ihr gesehen. Also die zwei Fische, die wir gekriegt haben, haben sich komplett inhaliert. Aber es gibt auch noch vorsichtigere Fische und da ist es halt wirklich wichtig, dass die Bremse ganz sauber abläuft. Einige angeln ja auch mit offener Rolle. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch nachher noch. Aber wenn der Hecht ein bisschen Widerstand spürt, kommt es halt auch zu Fehlbissen. Ne? Aber das gehört dazu zum Angeln. Macht die ganze Sache spannender. Und dieses Monster hier, was unseren Makrelenschwanz so zerfetzt hat, das fangen wir auch noch. Am frühen Vormittag wurden alle Systeme wieder mit frischen Ködern bestückt und die Montagen neu ausgeworfen.
Das sind hier die Köder, die die Hechte bereits in der Mangel hatten oder ein paar Reste vom Abschnitt für unsere Grundmontagen. Und das braucht ihr natürlich nicht wegwerfen, das werden wir jetzt hier füttern. Füttern ist immer so eine Sache, man kann mit Füttern natürlich auch Fische satt machen, aber auf dieser riesigen Wasserfläche, die ihr hier seht, ne, da werden so viele Hechte durchdrücken, so viele Fische in die tiefen Rinnen ziehen und die richtigen Wintermuttis haben natürlich auch richtig Hunger. Wir werden diese Brocken jetzt hier auch den zerbissenen oder das Rotauge, das war die ganze Nacht jetzt drauf, werden wir jetzt in kleine Fetzen schneiden und dann ganz punktuell anfüttern, also nicht zu viel Futter bringen, nur dass überall so ein paar Leckerlis rumliegen, dass die Hechte merken, hier gibt es irgendwas, hier riecht es lecker, hier liegen überall ein paar Brocken am Grund und vielleicht ein großer Fisch dann richtig anfängt zu sammeln. Wir haben Fisch. Ganz vorsichtiger Biss, mach sofort die Rolle auf. Fisch läuft. Beim Erklären der Köder ein Live-Biss. Lass jetzt die Schnur ganz vorsichtig durch meine Hände gleiten. Hab die Rolle jetzt komplett aufgemacht. Fisch nimmt gut Schnur. Läuft immer noch gut rein. Ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen reinlaufen. Nehme jetzt Druck auf. Jetzt kommt er. Da ist er. Das hat ganz schön gedauert, bis ich einen Kontakt hatte. Ab, ausgestiegen. Frisch eben geworfen, direkt einen Biss drauf bekommen. Hier seht ihr die Zähne. Aber sie kommen jetzt wieder. Wichtig ist permanent guten Frisch machen, frische Köderbrocken raus, die richtig gut riechen, sind da, die sind da, weiter geht's. So schnell kann es gehen, jetzt war da live dabei bei einem Fehlbiss. Aber auch das passiert beim Hechtangeln im Winter. Kommen wir nochmal zurück. Ich werde jetzt hier diese Reste, die wir haben, hoffentlich knallt es nicht gleich wieder irgendwo jetzt hier los. Wir müssen jetzt echt aufpassen, die Ruten sind alle wieder scharf. Und ein frischer Köder bringt dann auch immer schnell Bisse. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Reste, die wir hier haben, zerkleinern. Ein bisschen hier draußen verteilen. Das sind jetzt hier ein Kopf, ein Schwanzstück und ein Rotauge. Das wird die Fische nicht satt machen, sondern vielleicht eher an unserem Futterplatz hier halten. Hier erkennt man deutlich, welche intensiven Duftwolken aus kleinsten Fischpartikeln die Fischfetzen im Wasser erzeugen. Der Regen tröpfelt auf unser Zelt, richtiges Sauwetter. Aber solange es noch regnet, ist ja noch cool. Könnt ihr auch schneien. Ne? Wir haben es uns hier im Zelt richtig gemütlich gemacht. Ist ja auch wichtig beim Winterangeln. Die Zeltheizung bollert. Zwischen unseren Liegen steht ein toller Tisch. Der dient uns als Küche, aber auch als Ablagefläche für unsere Angelmaterialien. Und jetzt, wie versprochen, gibt es eine richtig leckere, heiße, gesunde Maultaschenbrühe. Alles, was ihr dafür braucht, ist Wasser.
Wenn das Wasser im Topf ist, wird der Ofen angeschaltet. Jetzt kommen die Maultaschen ins Spiel, das Wichtigste unserer Kraft-Hecht-Brühe. Die sind übrigens selber gemacht. Die bekommt ihr, also richtig geile, leckere Maultaschen bekommt ihr beim Metzger oder beim Koch eures Vertrauens. Die sind hier vom Dieter Schäfer. Vielen Dank mal dafür. 6 Stück. Und damit es nicht nur nach Wasser schmeckt, unsere Maultaschenbrühe, gibt es noch hier ein bisschen Hühnerbrühe dazu. Hühnerbrühe hat meine Oma mal schon gesagt, bupp, das hilft dir. Da wirst du groß und stark. Und dann hauen wir noch mit rein eine Rindfleischsuppe. Weil Huhn und Rind sind ja beides tolle Geschmacksträger und auch gesunde Zutaten für eine Suppe. Und damit es neben den Maultaschen noch etwas Fülle in der Suppe gibt, noch so ein paar kleine Suppennudeln. Und jetzt wird das Ganze, unser Suppensud, schön umgerührt. Heiß werden gelassen, durchziehen gelassen. Und dann haben wir doch hier eine geile Mahlzeit beim Hechtangeln im Winter. Das gibt auf jeden Fall Tinte auf den Füller. Und wir sind bärenstark durch die Rinderbrühe und Hühnerbrühe im Doppelpack gewappnet für den nächsten Hub hier beim Hechtangeln. Jetzt gibt es erstmal eine leckere Maultaschensuppe und dann vielleicht sogar eine Stunde Mittagsschlaf. Das hätten wir uns verdient. Aus dem Mittagsschlaf wurde aber nichts. Ein großes Containerschiff überquerte unseren Angelplatz und sorgte für enorme Wasserverwirbelungen. Alle unsere Montagen wurden von den Spots weggerissen und wir mussten unsere Fallen neu auslegen. Der Regen wurde immer stärker und der Wind schlief fast komplett ein. Die aktiven Angler um uns herum hatten auch keine Bisse zu verzeichnen. Es war Totentanz am Wasser. Der Regen hat endlich aufgehört, aber leider auch der Wind. Und mit dem abflauenden Wind haben sich die Bisse auch eingestellt. Heute früh der letzte Fehlbiss. Und seitdem, jetzt haben wir schon späten Nachmittag wieder, kein einziger Hub mehr. Also das Wasser liegt da wie ein Ententeich, keine Welle mehr drauf. Und ich glaube, dass die Hechte doch schon sehr auf Wind und Welle stehen und dabei aktiver werden. Wir werden jetzt alle Routen nochmal mit neuen Ködern bestücken, in die zweite Nacht gehen. Ich denke, nachts sind die Katzen fett oder besser gesagt die Hechte fett. Die dunkle Phase hat uns in der Vergangenheit immer mit die dicksten Muddis gebracht und auch in der gestrigen Nacht. Mit dem Dunkelwerden kam der erste Bollermann. Und dann heute früh im Morgengrauen der zweite starke Fisch. Die dunkle Phase jetzt im Winter ist, glaube ich, schon die fischbringendere Zeit jetzt auch. Und eins ist ganz klar, wir waren ja gestern noch in ein paar Häfen unterwegs zum Plätze gucken. Auch hier in der Nähe von uns, in Sichtweite, saßen ein paar Uferangler. Die waren gestern alle 16, 17 Uhr, wo es dann wirklich wieder dunkel wurde, weg, verschwunden. Ja. Und das kann auch sein, dass es die Hechte hier wirklich checken und dann in der dunklen Phase oder in den Nachtstunden nicht mehr so launisch oder vorsichtig bei der Nahrungsaufnahme sind.
Denn eins ist klar, wir sind nicht die einzigen, die hier mit Deadbaits angeln. Es gibt ja mittlerweile eine richtige Szene oder einen richtigen Trend dazu. Und da muss man sich schon was einfallen lassen. Denn blöd sind sie nicht, die Hechte, ne? Habt ihr ja auch gemerkt an den teilweise sehr vorsichtigen Bissen, die wir hatten. Und in der Dämmerungsphase oder bei Nacht haben sich die Hechte, die Köder komplett reingeballert. Diese beiden Fische hingen ja alle sicher. Na, jetzt machen wir nochmal frische Köder drauf und dann starten wir guten Gewissens mit voller Vorfreude in die nächste Winternacht hier beim Hechtangeln. Die Nacht verlief sehr ruhig und ein starker Sturm weckte uns am kommenden Morgen. Mit dem Wind und den Wellen kamen auch die Hechte zurück. So schwierig, Bisse richtig zu erkennen. Unser Mr. Pike Pendelbissanzeiger verrichtet da wirklich super Dienste. Aber das, was ich prophezeit hatte, kaum ist der Wind zurück und die Wellen peitschen, kommen die Hechte auch wieder in Fahrt, obwohl es wirklich merklich wärmer geworden ist. Er läuft gut, er läuft gut. Im stärksten Unwetter kommen die Fische, ist unglaublich. Alter, schon wieder ein Krokodil! Die stärkste Rege. Aber was habe ich euch gesagt? Sauwetter ist Hechtwetter! Sauwetter bringt richtig dicke Fische hier ans Band. Nächste Meter, Mutti. Ja.
Guten Morgen. Wir haben ein fettes Problem. Meine Glückssocken sind durchgelaufen. Meine Glückssocken sind durchgelaufen. Jetzt wird wahrscheinlich nichts mehr beißen. Das war's jetzt. Wenn irgendjemand von euch da draußen eine Omi hat, die Socken stricken kann, meldet euch bei mir. Ich werde mich auf jeden Fall revanchieren. Meine haben jetzt ein Loch. Während unsere nächste Maultaschensuppe schon wieder auf Durchzug steht, zeige ich euch jetzt mal, auf was die Hechte hier stehen, auf was die so richtig Hunger haben, welche Köder ihr beim Winterangeln auf Hecht dabei haben solltet und wie unser Rig aussieht, wie unsere Montage aussieht, dass der Hecht ganz ohne Widerstand schön ablaufen kann. Das Angeln mit Deadbaits, das Angeln am Grund mit Fischfetzen auf Hecht funktioniert eigentlich das ganze Jahr. Besonders die großen Fische springen hier gut drauf an, denn diese sind sehr launisch und vorsichtig und auch faul. Wenn sie also einen leckeren Happen am Grund finden, nehmen sie den auch ohne zu zögern mit. Wir nutzen hauptsächlich die kalte Jahreszeit zum Deadbaiten auf Hecht, um die großen Hechte zu fangen, denn jetzt sind die Fische einfacher zu lokalisieren. In der warmen Jahreszeit bei warmen Wassertemperaturen sind die Fische überall im Gewässer verteilt. Ihr seht es ja selbst. Ein riesiges Gewässer, wo wir gerade unterwegs sind, und da kann es teilweise zum Finden einer Nadel im Heuhaufen werden, wenn man versucht, gezielt große Fische jetzt hier herauszupicken. Aber jetzt im Winter haben wir eine ganz andere Situation. Die großen Fische sammeln sich in den tiefen Gewässerbereichen, egal ob das ein Fluss oder ein See ist, stellen sich tief ein und suchen dort ihre Beute. Also wenn ihr an eurem Gewässer unterwegs seid oder die Top-Plätze für das Angeln im Winter auf Hechte finden möchtet, sucht immer die tieferen Gewässerabschnitte, denn dort stellen sich die Fische jetzt in dieser kalten Jahreszeit ein. Zum Deadbait-Angeln haben wir immer ein großes Sammelsorium an unterschiedlichen Ködern dabei. Die erfolgreichsten Köder, die besten Happen, sind auf der einen Seite natürlich die bekannten Süßwasserfische. Hier haben wir immer schöne, runde Rotaugen dabei. Die sind alle noch angefroren, damit sie lange haltbar jetzt sind am Wasser. Wir lagern die auch kühl. Und dann natürlich auch richtige Stinkbomben. Ein ganz bekannter Köder ist hier der Hering. Der hat allerdings den kleinen Nachteil, dass sobald er aufgetaut ist, sehr, sehr weich wird. Er riecht sehr extrem, gibt ganz schnell seine Duft- und Geschmacksstoffe ans Wasser ab, also lockt den Hecht schnell auf seine Fährte. Aber es ist ein sehr, sehr weicher Köder. Das bedeutet, wenn ihr weite Würfe machen müsst, um euren Angelplatz zu erreichen, würde ich nicht unbedingt zu diesem Köder raten, denn der Haken reißt sehr schnell aus. Aber bei kürzeren Würfen, beim Angeln mit dem Schwimmer oder vielleicht sogar, wenn ihr eure Montagen mit dem Boot ablegt, würde ich auf jeden Fall immer einen Hering dabei haben und einen Hering probieren. Denn diesem Leckerbissen, dieser Stinkbombe, kann kaum ein Winterhecht widerstehen. Der Topköder und wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Köder zum Deadbait-Angeln auf Hecht sind die Makrelen. Hier seht ihr so einen Teil, die haben ungefähr die Größe einer Forelle. Ich besorge mir die bei mir zu Hause im Supermarkt. Ihr müsst darauf achten, dass die Makrele komplett am Stück ist, also die Gedärme noch drin sind, nicht ausgenommen ist, also nicht direkt schon essfertig. Aber den meisten Supermärkten, wenn ihr da an der Fischtheke nachfragt, besorgen die euch die Teile. Und das ist ein richtig geiler Erfolgsköder. Also mit den Makrelen konnte ich meine größten Hechte und auch die meisten Hechte fangen. Die Makrele angeln wir nicht am Stück, sondern die wird zerteilt. Und beim Zerteilen entstehen uns zwei Köderhappen. Auf der einen Seite hier der Schwanz.
Den setze ich sehr gerne und sehr häufig ein. Ihr seht hier schon, ist noch ein Stück vom Bauch, von den Därmen drin. Das riecht richtig extrem und ist richtig, richtig ölig. Also wenn da ein Hecht in der Nähe ist, den nimmt der sofort mit. Der Vorteil von diesen Makrelenschwänzen, ihr könnt die sehr gut am Haken, an eurem Hakensystem fixieren. Die haben eine sehr starke Schwanzwurzel. Der Haltehaken kommt hier oben in die Schwanzwurzel rein und der Fanghaken hier vorne, genau wo die Makrele aufgeschnitten wurde, an die offene Stelle. Der Hecht frisst das Makrelenstück von der offenen Stelle voran. Und mit diesem doch relativ zähen Köder könnt ihr auch Gewaltwürfe bewerkstelligen und habt einen richtigen Leckerbissen unten am Grund liegen. Und dann bleibt euch noch das Kopfstück. Dieses eignet sich auch hervorragend, um an einer Grundmontage präsentiert zu werden. Hier achte ich auch drauf, dass der Haltehaken im Kopfbereich, hier oben in dem festeren Bereich dieses Köders sitzt und der Fanghaken auch hier unten hin zur Bauchöffnung präsentiert wird am Makrelenfetzen. Also ihr seht ein buntes Sammelsorium an den unterschiedlichsten Köderfischtypen und Arten ist von Vorteil, denn nicht alle Gewässer ticken gleich. Bei mir zu Hause zum Beispiel, der große Baggersee vor der Haustür, da hatte ich mit Hering relativ wenig Erfolg oder auch die Makrele, die hat da die Hechte nicht so richtig interessiert. Aber dann gibt es wieder Gewässer, vor allem Gewässer in Meeresnähe, die Gewässer in Holland oder auch die großen Flüsse bei uns, der Rhein zum Beispiel. Dort stehen sie doch wieder sehr stark auf die Makrelen. Also es ist überall unterschiedlich, was die Hechte mögen und bevorzugen. Und deswegen ist es auch wichtig, hier schön experimentierfreudig zu sein. Beim Angeln, wenn ich mit einem Kumpel unterwegs bin, können wir in Deutschland 4 Ruten einsetzen. Wir setzen dann immer 2-mal Mixmontagen ein. Das bedeutet, er setzt ein Rotauge draußen ab und dann noch einen Hering. Ich setze einen Makrelenschwanz draußen ab und noch einen Makrelenkopf. Und so merken wir relativ schnell, auf welchen Ködertyp die Hechte am betreffenden Gewässer abfahren und können dann die anderen Montagen auf diese Situation einstellen und die leckersten Happen am Wasser anbieten. Die Montagen zum Hechtangeln sind relativ einfach. Fangen wir mal ganz kurz mit dem Vorfach an. Früher habe ich mir meine Vorfächer immer alle selber gebaut. Das ist auch eine coole Sache. Mache ich heute teilweise auch noch, wenn ich ein spezielles Vorfach für eine bestimmte Situation benötige, wie zum Beispiel hier so ein Pop-up-Vorfach oder ein Vorfach, auf dem ich eine U-Pose mit fixiert habe. Aber mittlerweile greife ich sehr gerne auf unsere Fertigvorfächer zurück, weil die eine mega geile Qualität haben, schnell und flexibel einsetzbar. Und ich habe überhaupt keinen Stress mehr, irgendwelche Vorfächer vorm Angeln zu Hause vorzubereiten, sondern kann die Teile hier aus der Verpackung nehmen und einsetzen. Meine Lieblingsvorfächer, die ich meistens beim Grundangeln einsetze, ist einmal, wie es der Name auch sagt, das Bottom Rig, das Grund Rig. Das besteht in der Regel aus 2 unterschiedlich großen Drillingen. Der größere Drilling kommt oben in den Bereich, wo der Köder gehalten werden soll beim Werfen. Und der kleinere Drilling kommt unten an den Bereich, wo der Köder, wenn ihr mit einem Fischfetzen, mit einem Makrelenfetzen angelt, abgeschnitten wurde, also der Kopf abgetrennt wurde als Fanghaken. Das zweite System, ihr seht es ja hier oben schon, Universal Rigs, ein Universalsystem bestehend immer aus 2 gleich großen Drillingsgrößen. Dieses setze ich sehr gerne ein, wenn ich ganze Köderfische am Stück, wie zum Beispiel den Hering oder das Rotauge einsetze. Beide Vorfächer haben eine Länge von 60 cm und ein richtig flexibles, starkes, 14 Kilo tragendes Stahlvorfach aus unserer Mr. Pike Range, also absolut empfehlenswert, bin ich sehr zufrieden mit diesen beiden Teilen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Köder im Detail fixiert werden hier am Vorfach. Hier seht ihr das Vorfach ausgepackt, tolles Teil, schön flexibel. Und das Bottom-Vorfach, das Bottom-Leader, habe ich ja schon vorhin gesagt, besteht aus 2 unterschiedlich großen Drillingen. Unten ist ein kleinerer, oben ist eine größere Hakengröße. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Rotaugen einsetze, also ganze Köder, keine Fischfetzen, nehme ich den oberen Drilling und setze den hier unten in die Schwanzwurzel, damit er den Fisch auch gut halten kann beim Werfen. Richtig schön mittig reingehen und schön mittig anlegen. So ist der schön oben angelegt und dann den zweiten Haken
führe ich dann nach unten. Ich achte darauf, dass das Vorfach noch schön flexibel ist, also der Fisch nicht gebogen ist, und setze den vorne im Kopfbereich ein und habe den Kopf sowie auch den Schwanzbereich, wo der Räuber zupacken wird, perfekt mit einem Fanghaken ausgestattet. Der Hering wird genauso angeködert wie eben das Rotauge. Hier müsst ihr nur darauf achten, der Hering ist sehr, sehr weich, ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Im hinteren Bereich auf jeden Fall den Halterhaken durch die Schwanzwurzel. Die ist auch bei dem Fisch zum Glück etwas härter, sonst wäre das nur eine Puddingforelle, dass sie ihn noch ein bisschen hält, und den vorderen Haken auch zum Kopf hinsetzen in den Kopfbereich. Dann macht er die Schuppen euch so ein bisschen weg, dass der schön gestreckt am Vorfach ist. Und da habt ihr die Stinkbombe gut und sicher am Haken fixiert. Und so übersteht das Teil auch leichte bis mittlere Gewaltwürfe. Und zu guter Letzt unser Makrelenschwanz, der Fischfetzen. Egal was ihr hier für einen Fetzen benutzt, auch wenn ihr mal eine größere Brasse halbiert oder einen richtig starken großen Köderfisch wie zum Beispiel eine Forelle oder einen Rapfen oder einen Döbel, was ihr auch immer habt, den Fanghaken immer vorne zur Schnittstelle und den Halterhaken immer hinten an die Schwanzwurzel. Auch hier setze ich jetzt im hinteren Bereich den Drilling ein, drücke den richtig schön hier in die Schwanzwurzel, dass er hält, legen dann gleich wieder nach hinten an, den vorderen Haken, den Fanghaken vom Zweiersystem vorne zur Schnittstelle hin, dass sich das alles schön anschmiegt am Köder, unauffällig präsentiert ist, und so habt ihr auch beide Anbissstellen perfekt mit dem Haken garniert. In den meisten Fällen, also die meisten Fische, die wir mit dem Makrelenschwanz fangen können, nehmen den Happen von vorne, weil hier vorne auch die offene Stelle ist, der ganze Geruch, das Öl hier im Wasser austritt. Die meisten Fische hängen dann schon an diesem Haken hier sicher, und ihr habt ein tolles, unauffälliges System, was ihr auch richtig weit werfen könnt. Nach dem Köder kommt direkt unser Grundblei, und da gibt es was ganz Besonderes. Einige von euch kennen dieses System ja schon von mir. Das ist der Mr. Pike Ledger Boom. Das ist ein Stehaufmännchen, ein Abstandhalter, oben mit einem Schwimmkörper dran und unten mit einem Wirbel, wo euer Blei eingehangen wird. Nach dem Einwerfen der Montage liegt euer Blei am Gewässergrund. Der Mr. Pike Ledger Boom stellt sich auf, führt eure Schnur so sicher über Hindernisse wie zum Beispiel Steine, Muschelbänke, Krautfelder. Und das gewährleistet, wenn der Hecht den Köder aufnimmt, kann er ganz ohne Widerstand die Hauptschnur hier durch diesen Abstandhalter, durch das Ledgerboom hindurch wegziehen, ohne dass er was merkt. Nimmt den Happen dann effektiver. Ihr bekommt am Ufer euren Biss und könnt anschlagen. Aber der Ledgerboom dient nicht nur als Abstandhalter oder als Führungshilfe eurer Hauptschnur über dem Gewässergrund, sondern auch als Antitängelschutz. Durch diese Methode hier der Bleieinhängung, die Verbindung mit eurer Hauptschnur, sind auch verhedderungsfreie Gewaltwürfe möglich, und ihr habt ein sehr effektives System am Gewässergrund liegen und bekommt auch jeden noch so vorsichtigen Hechtbiss garantiert mit. Das ist schon die ganze Montage, die ganze Zauberei. Als Hauptschnur verwende ich eine 040er Mono. Ich verwende keine geflochtene Schnur, da diese Schnüre im Winter, ich bin ja meistens im Winter unterwegs, einfrieren können. Ich nehme eine 40er Mono, die hält sehr gut den Ansprüchen hier stand, hatte ich noch nie ein Problem gehabt. Und mit diesem Setup seid ihr schon bestens beraten und könnt in das Abenteuer Winterhechtangeln mit Deadbaits starten. Und das machen wir jetzt weiterhin. Wir machen unsere Ruten jetzt wieder scharf. Die Köder kommen wieder raus. Und ich denke, es wird nicht lange dauern, bis der nächste Hecht diesen Happen hier wittert und zuschnappt. So ein großer Hecht steigt vielleicht richtig aggressiv
auf einen Kunstköder ein. Aber beim Naturköderangeln, beim Deadbaiten, was wir gerade machen, vor allem jetzt in der kalten Zeit, bei den kalten Wassertemperaturen, können die schon sehr, sehr launisch sein, wenn sie unsere Köder am Grund aufnehmen. Und wenn der Hecht dann den kleinsten Widerstand merkt, spuckt er oft den Deadbait unseren Fischfetzen wieder aus. Deswegen ist es ganz wichtig, neben einem akustischen Signal für uns Angler auch einen optischen Bissanzeiger einzusetzen, der die kleinste Schnurbewegung, ich möchte sagen, am optimalsten sogar schon bereits die Aufnahme des Köders, wenn der Hecht unseren Deadbait am Grund aufnimmt und losschwimmt, uns anzeigt, damit wir sofort reagieren können, die Rolle öffnen können und den Hecht abziehen lassen können. Und da haben wir vom Mr. Pike Team uns Gedanken gemacht und einen ganz geilen Bissanzeiger entwickelt. Eigentlich ein Multifunktionsgerät, mit dem ihr ganz, ganz viele Sachen und Situationen am Wasser abdecken könnt. Der Dropback-Indikator, der Mr. Pike Pendelbissanzeiger, ist im Endeffekt nichts anderes als diese Zwinger, die auch Karpfenangler benutzen. Das Teil geht hoch, wenn ein Fisch zieht, und das Teil fällt runter, wenn ein Fisch auf uns zukommt. Ich packe das Ding mal aus. Ihr habt hier das komplette frei bewegliche System an einer langen Stange. Des Weiteren habt ihr drei Bleigewichte dabei. Jedes Gewicht hat 11 Gramm. Diese Teile sind ganz wichtig dafür, dass ihr den Kopf eures Fall- oder Hebebissanzeigers beschweren könnt, je nach Wind. Momentan haben wir sehr, sehr viel Wind, und wenn ihr dann jetzt ohne Gewicht einsetzen würdet, würde das Teil euch nur unterm Rutenblenk hängen und keinen Biss mehr zuverlässig anzeigen. Ihr könnt jetzt hier oben den Pendelbissanzeiger aufschrauben und je nach Situation, ob ihr an einem Fluss mit viel Strömung oder auch bei viel Wind unterwegs seid, nach Belieben die Bleie hier einsetzen. Ich werde jetzt mal zwei Stück einsetzen, das sind 22 Gramm Kopfgewicht. Wir haben hier an dem Gewässer keine Strömung, aber dafür viel Wind, und dann können wir testen. Ihr merkt jetzt schon, durch den langen Hebelarm ist da jetzt schon ganz schön Druck dahinter. Hier im vorderen Bereich habt ihr einen Clip, das ist ein ganz normaler Schnurclip, den könnt ihr auf eure Angelschnur dann nach Belieben einstellen, auf eure Schnurstärke, durch dieses Drehrad hier weiter öffnen oder weiter schließen, dass der schön eure Schnur hält. Und im vorderen Bereich einen Multifunktionsclip, um den Zwinger an eurem Bankstick fixieren zu können. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie ihr den Zwinger einsetzen könnt. Die meisten Angler nutzen ihn nach dem Prinzip, den Zwinger hinter die Rolle zu setzen und mit offener Rolle zu angeln. Das hat den Vorteil, dass sofort nach dem Biss, wenn der Hecht anzieht, den Köder aufgenommen hat, die Schnur ausklippt und der Fisch ungehindert von der offenen Rolle Schnur nehmen kann. Das funktioniert aber nur, wenn ihr keine Strömung und keinen Wind habt. Denn sonst, ich demonstriere euch mal, was ich meine. Wenn ihr ruhige Wetterverhältnisse habt und stehendes Wasser am Angelplatz, wird der Dropback-Bissanzeiger hier hinten montiert. Seht, geht auf jeden handelsüblichen Bankstick super drauf. Jetzt werft ihr eure Rute aus. Das mache ich jetzt auch mal, die kann ja auch im Wasser sein. So, die Rute ist ausgeworfen, Bissanzeiger ist an. Damit der Hecht nach der Köderaufnahme keinen Widerstand merkt und möglichst frei mit eurem Köder ablaufen kann, wird jetzt der Bügel eurer Rolle geöffnet und genau unter der Rolle, an der freien Schnur, der Bissanzeiger eingehangen. Die Rolle ist komplett offen. Wenn der Hecht jetzt beißt, hebt er hier den Pendelbissanzeiger an. Dadurch entsteht natürlich auch Schnurdruck, der direkt auf den Bissanzeiger vorne wirkt. Und wenn er jetzt weiterzieht, klingt dann aus, Pendelbissanzeiger fällt durch und der Hecht kann ganz frei Schnur nehmen. Diese Montage ist allerdings nur ratsam, wenn ihr wirklich ruhiges Wetter habt, kaum Strömung, denn sonst würde euch permanent durch die Einflüsse, die auf eure Angelschnur, auf euren ausgelegten Köder wirken, der Pendelbissanzeiger ausklinken und eure Schnur wird einfach von der Rolle gerissen. Wir angeln momentan genau andersherum. Wir fixieren den Pendelbissanzeiger vorne, direkt unter dem Bissanzeiger, wie es die Karpfenangler auch tun.
passt hier auch super drauf, also ist auf ganz viele unterschiedliche Bankstick-Durchmesser optimal anpassbar. Spannen unsere Rute zum Köder hin. Jetzt mache ich meine Bremse komplett auf und hänge meinen Pendelbissanzeiger vorne direkt hinter dem Bissanzeiger ein. Der Pendelbissanzeiger sorgt jetzt dafür, dass über die Schnur Druck permanent zu eurem ausgelegten Köder besteht. Und er zeigt euch ganz zuverlässig an, was da draußen passiert, wenn jetzt ein Fisch den Köder aufnimmt. Kommt der Hecht auf euch zugeschossen, fällt der Pendelbissanzeiger nach unten plötzlich. Schwimmt der Fisch mit dem Köder im Maul weg, geht er nach oben. Und in dem Moment, wenn der Pendelbissanzeiger in Bewegung kommt, wisst ihr, jetzt ist Fisch im Spiel. Sofort reagieren, raus an die Rute aufnehmen, die Bremse öffnen im besten Falle, dem Fisch noch leicht Schnur geben über die Hand und dann den Anschlag setzen. Wenn ihr richtig starken Wind habt, richtiges Mistwetter, was wir gerade auch hier erleben und meistern müssen, mache ich Folgendes. Ich lege den Pendelbissanzeiger komplett auf den Boden. Denn jetzt kann der Wind nicht mehr richtig reinfahren. Ich habe überhaupt keine Fehlsignale auf meinem Bissanzeiger und reagiere erst, wenn Tonsignal ertönt, über meinen Bissanzeiger, der Pendelbissanzeiger nach oben wandert. Das ist für mich dann das beste optische Signal, dass jetzt wirklich ein Fisch im Spiel ist und es nicht die Wellen sind, die permanent auf meine gespannte Angelschnur draufschlagen. Natürlich bringen diese Pendelbissanzeiger uns auch nachts enorme Vorteile. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, diesen Kopf hier runter zu montieren, den weißen einzusetzen. Der rote ist der Kopf, den ich gerne bei Tageslicht oder bei schlechtem Wetter tagsüber nutze. Und wenn es dann richtig dunkel wird, nehme ich den weißen. Und in beiden Köpfen habt ihr die Möglichkeit, auch ein Knicklicht einzusetzen, sowohl in dem roten als auch in dem weißen, für die Bissanzeige bei Nacht oder für die Leute, die einfach keinen Bissanzeiger benutzen. Ihr könnt ja auch diese Pendelbissanzeiger ohne einen akustischen oder besser gesagt elektronischen Bissanzeiger nutzen und einfach nur sehen wollen, was an der Montage oder an der Rute passiert. Knicklicht passt perfekt rein. Jetzt wird vorne noch der Schnurclip drauf montiert. Hier einfach in die Bohrung wieder reingeschraubt. Und dann beim Nachtangeln in eure Schnur eingehangen und ihr habt eine ganz tolle, zuverlässige Bissanzeige über euren Mr. Pike Pendelbissanzeiger. Also ihr seht, ein ganz tolles, innovatives Produkt aus der Praxis von uns, vom Mr. Pike Team, extra für dieses Deadbaiten, für das Angeln auf Hecht mit Grundmontagen entwickelt. Natürlich könnt ihr es auch zum Aalangeln, zum Karpfenangeln, eigentlich für jede Angelart einsetzen, wo ihr einen schönen optischen Fall- und Hebebissanzeiger benötigt. Unsere Zeit neigt sich hier dem Ende. Letzter Abend, die Zeltheizung bollert, die Bratkartoffeln sind in der Aufwärmphase und als Abschluss, jetzt kurz vor Weihnachten, gibt es ein paar geile Rumpsteaks auf dem Grill. Das haben wir uns doch verdient. 8 Aktionen konnten wir bisher verzeichnen, 5 Fische gefangen, 3 Fehlbisse gehabt, aber bei den 5 Fischen wieder 3-mal abgemetert. Also muss man schon sagen, Wahnsinn, dieses Hechtangeln jetzt im Winter holt einen richtig nochmal schön runter, ist ein perfekter Jahresabschluss und mit einem guten Kumpel hier draußen unterwegs zu sein, macht richtig, richtig Spaß. Ja, also wir sind mega happy, mega zufrieden. Mal schauen, was uns die letzte Nacht oder der kommende Morgen noch bringt, ob da noch einer abpfeift, aber ansonsten sind wir schon mega, mega happy und freuen uns jetzt auf ein richtig leckeres Abendessen. So sieht's aus, wenn es angerichtet ist. Das kann doch was, oder? Rumpsteak, Kräuterbutter, geile Kartoffeln mit Zwiebeln, kaltes Wetter draußen,
Wind und Welle peitschen hier über den Teich. Dicke Fische haben wir gefangen. Und jetzt noch zum Abschluss ein richtig leckeres, man könnte schon fast sagen, Weihnachtsessen. Wir lassen es uns jetzt schmecken und sehen uns später, wenn es nochmal macht. Piep, 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 piep. So ein lecker Rumsteg und jetzt ist das nächste Winterkroko im Netz. Vierte Fisch jetzt über einen Meter Länge, das ist Winterangeln vom Feinsten. Mega geil. Das ist doch wirklich der absolute Hechtwahnsinn. Eben noch ganz genüsslich das Rumpsteak reingeschoben, mega lecker und im nächsten Moment geht der Bissanzeiger los. Da kann ja mal mit gerechnet. Sechste Fisch, sicher gelandet. Abgemetert, knapp über einen Meter, 1 Meter gemessen. Aber das ist ja komplett nebensächlich. Absolut geil. Wahnsinn. Wir sind happy. Wir werden uns jetzt noch einen schönen heißen Glühwein reinrühren. Und dann sehen wir uns vielleicht sogar nochmal. Uiuiuiuiuiui. Fisch, 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 Fisch. Das war ja eben krass, oder? Das war doch krass, oder? Wollte gerade euch noch ein bisschen was erzählen und schon pfeift das Teil wieder ab. Wahrscheinlich hat er angehoben. Wir haben jetzt nicht drauf gehauen, ihr wart ja eben selber mit dabei. Wir warten jetzt noch mal kurz ab. Manchmal nehmen die Fische den, ziehen ein Stück, merken irgendwas und lassen wieder fallen. Wir werden jetzt gleich noch mal alle Ruten kontrollieren, noch mal neu werfen. Irgendwas ist da aber noch. Aber es ist halt auch viel Wind draußen, viel Welle. Es wirkt alles auf unsere Montagen. Aber eben der Fisch ist so durchgelaufen. Wahnsinn. Und jetzt habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Ja. Das glaubt ja auch kein Mensch. Ich habe eben gedacht, jetzt läuft gerade der nächste ab. Aber es gibt dann wirklich so Phasen, wenn einer kommt, kommt dann noch ein zweiter. Die werden dann aktiv, die Jungs. Und das ist Winterangeln. Das ist Winterangeln vom Feinsten. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist eisig kalt hier draußen. Wir haben richtig gut ausgeschlafen jetzt an unserem letzten Morgen. Leider kam keine weitere Aktion. Aber nochmal der Abschlussfisch mit 1,01 Meter runde die ganze Sache hier natürlich super ab. Wir werden jetzt alles zusammenraffen und sputen. Wir müssen nach Hause. Die Weihnachtsgans wartet und wir freuen uns jetzt auch auf ein paar schöne, erholsame Tage im Kreise unserer Familien. In Kürze wird es schon weitergehen. Die nächste Tour ist geplant zum Winterhechtangeln. Da haben wir wieder was Neues, Spannendes vor. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Ich wünsche euch auf diesem Weg ein schönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Familien. Lasst euch reichlich beschenken und wenn ihr am Wasser seid, natürlich
dicke Fische. Jetzt die Winterzeit ist eine ganz spannende Zeit für uns Angler. Nicht die einfachste Zeit, aber man kann mit richtig dicken Fischen rechnen. Bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Euer Stefan. Ciao, ciao.